Die Zigarren des Pharaos markiert einen Wendepunkt in der Biografie von Hergé und Tintin. Und dafür gibt es zahlreiche Gründe. Tim in Amerika war ein großer Erfolg und Tim und Struppi dürften zu jenem Zeitpunkt die meistgelesenen Cartoons in Europa gewesen sein. In der Redaktion von Le Petit Vingtième hatte Hergé nun plötzlich einige Teilzeitassistenten und Helfer, die dazu beitragen sollten, dass die nächsten Episoden rechtzeitig in den Druck gelangten. Und dann ist da noch Germaine Quiquens. Pierre Azulin beschreibt sie als eine spektakuläre Rothaarige, so elegant und populär wie unantastbar, denn sie ist die Sekretärin von Abbé Vallès. Eigentlich kannten Hergé und Germaine sich schon seit den frühen Tagen, 4 Jahre zuvor, als der junge Georges Remy noch in der Abo-Abteilung gearbeitet hatte. Doch nun ist er einer der Stars des Verlags. Die beiden werden ein Paar, was Abbé Vallès allerdings begrüßt. In derselben Zeit lässt er sämtliche Singles in der Firma antanzen und trägt ihnen in gewohntem Befehlston auf, in kürzester Zeit jemanden zum Heiraten zu finden. Das sagt viel aus über die Atmosphäre beim Vingtième Siècle aus. Bei Hergé und Germaine fühlt sich Norbert Vallès wohl als eine Art väterlicher Ehestifter. Die Beziehung ist von Anfang an ein wenig schief, denn Germaine ist zwar nur ein Jahr älter als Georges, doch zeichnet sich da schnell ein Unterschied in persönlicher Reife ab. Sie ist wesentlich bodenständiger und erwachsener und empfindet Hergé noch als sehr jugendlich, geradezu wie einen Teenager. Zugleich scheint sie in jenen Jahren tiefe Verehrung für Abbé Vallès zu empfinden, eine Haltung, die sie viel später deutlich revidieren wird. Sie genießt das Vertrauen von Vallès. Hergé, der sich tief unter dem Einfluss des Paters befindet, begegnet dem mit einer gewissen Eifersucht. Und glaubt man an dieser Stelle Pierre Azulin, so redet Germaine öfter über Abbé Vallès, als es Hergé lieb ist. Sie vergleicht die beiden unentwegt und macht Hergé oft deutlich, dass er nie auf gleicher Höhe mit Abbé Vallès stehen würde. Am 21. Juli 1932 heiraten die beiden. Sie werden natürlich von Vater Vallès getraut. Germaine stellte viele Jahrzehnte später fest, dass sie in die Ehe von Vallès ein wenig hereingedrängt wurde und dass Hergé als Ehemann nie ihre erste Wahl war. Doch sie sollte von da an eine wichtige Partnerin für Hergés Arbeit an Tintin werden. Sie hilft ihm mit dem Abpausen, bespricht mit ihm die Entwicklung der Geschichten und scheint oft mehr als Hergé selbst das immense Potenzial von Tintin zu erkennen. Heute kann man nur spekulieren, wie viel von Germaine Quiquens in den Abenteuer von Tim und Struppi drinsteckt. Es fällt natürlich auf, dass in jener Zeit, als die beiden geheiratet haben, die Qualität der Geschichten eine massive Aufwertung erfahren hat. Im selben Monat begeht Hergé, wenn auch heimlich, den ersten Akt eines Aufbegehrens gegen Norbert Vallès. Er trifft sich im Café Continental in Brüssel mit Vertretern der Gewerkschaft für künstlerisches Eigentum. Er möchte die rechte Frage seiner Comics klären. Zu diesem Zeitpunkt zahlt Abbé Vallès den meisten Grafikern beim Vingtième Siècle nur einen Hungerlohn. Allein Hergé ist deutlich besser vergütet, da er in seiner Gunst steht. Doch Hergé möchte kein Zeichner sein, der ständig nur für Gehalt arbeitet und keine Rechte am eigenen Werk hat. Ohnehin muss man feststellen, dass in diesen Monaten, während Hergé im Begriff war, sich zunehmend in eine Supernova der Comic-Kultur zu verwandeln, der Stern von Norbert Vallès zunehmend im Versinken inbegriffen war. Zum einen war der Tod von Kardinal Mercier, der stets ein Gönner von Vallès war. Man darf nicht vergessen, dass innerhalb der belgischen Gesellschaft, wo das politische Machtgefüge nicht wirklich säkular war, die Dynamik innerhalb der katholischen Kirche durchaus einem Haifischbecken glich. Da fühlt man sich an die Machenschaften aus der Reformationszeit erinnert.
ohne Kardinal Mercier war Vallès angreifbar, insbesondere angesichts dessen, dass er vielen anderen Geistlichen ideologisch ein Dorn im Auge war und zumindest als zu exzentrisch galt. Im März 1934 wurde Abbé Vallès de facto gefeuert und die Verlagsleitung neu besetzt. Doch ohne die ausgefallenen Marketingideen von Vallès gingen die ohnehin wackeligen Verkaufszahlen weiter zurück. Bereits ein Jahr zuvor hatte sich der französische Verlag Castremont an Hergé gewandt und hatte geradeaus vorgeschlagen, Tim und Struppi komplett zu übernehmen. Für Hergé wäre das ein gigantischer Schritt nach oben gewesen, doch er war von dieser Situation recht paralysiert. So sehr befand er sich in dem Machtgriff von Abbé Vallès, dass er sich außerstande sah, vor ihn zu treten und sozusagen einen Transfer seines geistigen Eigentums zu einem anderen Verlag zu verhandeln. Doch Castremont lag viel an einer Übernahme und so traten sie selbst in Erscheinung und verhandelten direkt mit Vallès, der zu diesem Zeitpunkt zwar schon ahnen durfte, dass seine Tage beim Vingtième Siècle gezählt waren, doch der mit einer entsprechenden Beteiligung an Tintin-Lizenzen rechnete. Das zog sich eine Weile hin und her und erschuf eine belastende Situation für Hergé, Germain und Vallès. Vallès behauptete stur, er sei der Co-Autor von Tintin. Castremont blieb ganz lässig und managte die Situation. Am Ende fand man einen Kompromiss, zahlte den degradierten Priester mit einem nicht näher genannten Betrag aus und für Hergé begann die glorreiche Ära des Castremont Verlags. Dort erscheinen Tim und Struppi Hefte bis heute. Und auch jetzt, fast 90 Jahre später, ist Tintin et Milou noch immer das Flaggschiff des Verlags. Doch zurück zum Jahr 1932. Zu jener Zeit war Hergé von zwei Themenkreisen inspiriert. Da war einerseits all die Berichterstattung über Howard Carter und Lord Carnarvon und ihre Entdeckung von Tutanchamun. In jener Zeit kamen bereits all die Spekulationen über einen Fluch der Mumie an die Öffentlichkeit und wurden genüsslich von der Presse zelebriert. Mumien und Flüche hatten es Hergé angetan und er würde sie Jahre später noch einmal in die sieben Kristallkugeln verarbeiten. Die andere Inspirationsquelle bei dieser Produktion waren eindeutig die Kriminalromane von Agatha Christie und hierbei insbesondere die Hercule Poirot-Geschichten, die sich in den 20ern und 30ern großer Popularität erfreuten. So wählte Hergé für die Zigarren des Pharaos zwei unterschiedliche Schauplätze, Ägypten und Indien. Der erste Schauplatz reflektiert die Kolportageberichte rund um Tutanchamun, während der indische Schauplatz eine Art Agatha Christie-Thriller darstellt, inklusive des Versuchs eines religiösen Fanatikers Struppi auf dem Altar von Shiva zu opfern. Nachdem die vorangegangenen drei Abenteuer Tim stets als einen Reporter im Überseeeinsatz präsentierten, begaben sich Tintin und Milou, alias Tim und Struppi, in dieser Geschichte in einen wohlverdienten Urlaub. Tim macht eine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer. Doch aus der stressfreien Auszeit wird natürlich nichts. Bereits an Bord der Isis lernt Tim den etwas verrückten Ägyptologen Philemon Cyclon kennen und wird zu allem Überdruss auch noch wegen Drogenhandel verhaftet. Da hatte jemand tatsächlich Kokain in sein Gepäck geschmuggelt. Die ausführenden Polizisten sind allerdings die beiden Superchaoten Schulze und Schulze, die hier ihren ersten offiziellen Auftritt haben. Somit gelingt es Tim relativ schnell aus der Verwahrung an Bord der Isis zu fliehen und in den engen Straßen der arabischen Stadt Port Said zu verschwinden. Durch Zufall stößt er auf den Ägyptologen Philemon Cyclon und die beiden machen sich in die Wüste auf, um nach dem Grab des Pharaos Cheops zu suchen. Sie werden fündig, doch Tim ahnt nicht, dass die Krypta auch von Schmugglern benutzt wird und so dauert es nicht lange und die Geschichte wird zu einer rasanten Jagd über Land und Meer, die man von einem ordentlichen Tintin-Heft auch erwartet. Die Zigarren des Pharaos ist auch deshalb signifikant, weil in diesem Band eine ganze Reihe aus neuen Charakteren vorgestellt wird, die in der Zukunft häufig wiederkehren sollten. Allen voran die bereits erwähnten Schulze und Schulze, die tollpatschigsten Detektive aller Zeiten. Am Anfang hatte ihnen Hergé nur die Decknamen X33 und X33A gegeben, doch schon bald erhielten sie die Namen Durand et Durand. Doch auch das gefiel Hergé noch nicht, sodass sie schließlich auf Dupont et Dupont getauft wurden. Von ihren englischen Übersetzern wurde der Name Thompson und Thompson gewählt, während man sich im deutschsprachigen Raum für die durchaus passende Form Schulze und Schulze entschied. Im Tschechischen beispielsweise tragen sie die Namen Kadlec und Kadlec, was ebenfalls sehr gelungen ist. Von jetzt an würden die beiden kriminalistischen Tollpatsche in jeder Ausgabe von Tim und Struppi mindestens einen Auftritt haben, mit der Ausnahme von Tim in Tibet und Flug 714 nach Sydney.
Ihre Inspiration stammt übrigens aus Hergés Familie. Sein Vater und sein Onkel waren einige Zwillinge, die tatsächlich dazu neigten, mit Melonen auf dem Kopf und einem Spazierstock durch Brüssel zu wandern. Die Zigarren des Pharaos präsentieren jedoch auch andere neue Gesichter. Da ist zuerst Roberto Rastapopoulos, der Gangsterboss, der zu Tims ständigem Erzfeind werden soll. Der Superverbrecher taucht zwar namenlos kurz auf den letzten Seiten von Tim in Amerika auf, doch erst an Bord der ISIS lernt Tim und er sich unmittelbar kennen. Rastapopoulos soll halber Grieche und Italiener sein. Es hatte gelegentlich die Kritik gegeben, dass dieser Charakter in Wirklichkeit einen Juden darstellen soll. Ein Vorwurf mit dem Ziel, die ewige Beschuldigung zu befeuern, dass Hergé Antisemit war. Hier möchte ich in aller Deutlichkeit die Lanze für Hergé brechen. Manchmal muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Hergé hatte beinahe jede zweite Figur mit auffälliger großer Nase gezeichnet. Seine Physiognomien sind ausnahmelos alle karikaturistisch und damit stets um auffällige Profile bemüht, die im Gedächtnis bleiben. Ich finde es eher antisemitisch, wenn man jede große Nase, die man irgendwo sieht, sogleich mit dem Judentum assoziiert. Es gibt auch Norweger mit großen Nasen. Allerlei an Hergé ist kritisierbar, doch das Kind mit dem Badewasser müssen wir deshalb nicht ausschütten. Die dritte respektive vierte Person, die Hergé für die Zigarren des Pharaos erfand, ist der portugiesische Händler und Krämer Oliveira de Figueira, der in Nordafrika seine Geschäfte treibt und in der Zukunft immer in der Stadt zur Stelle sein wird, wohin Tintin seine Abenteuer gerade verschlagen. Damit präsentiert die Zigarren des Pharaos einen Kulturraum, der noch öfter besucht wird. Tim im arabischen Sprachraum. Hergé schien eine gewisse Faszination für die Wüste zu haben und so wird Tim insgesamt viermal mit Nordafrika, Arabien oder der Levante in Berührung kommen. 1955 erstellt Hergé diesen Band neu, diesmal in Farbe und in seinem inzwischen modernisierten Zeichenstil. In dieser Version vorverlegt er de facto den ersten Auftritt des verbrecherischen Bootsmanns Alan Thompson. Dieser taucht eigentlich erst viel später in dem Band Die Krabbe mit den goldenen Scheren zum ersten Mal auf, als jener Unhold, der Kapitän Haddock betrunken in seiner Kabine hält. Doch in der kolorierten Version von Die Zigarren des Pharaos von 1955 wird sein Debüt sozusagen vorverlegt. Diese Maßnahme ist nicht unbedingt verwirrend, denn Hergé fädelt es so ein, dass Tim und Alan sich zu keinem Zeitpunkt gegenüberstehen. So ergibt es weiterhin Sinn, dass sie sich später bei ihrer richtigen Begegnung in Die Krabbe mit den goldenen Scheren nicht kennen. Dieser Band stellt auch in einer anderen Hinsicht eine Premiere dar. Es war die erste Geschichte, die den Namen Tintin oder Tim nicht im Titel hat. Auch erschafft hier Hergé zum ersten Mal einen MacGuffin, der die ansonsten noch etwas zerfahrene Handlung zusammenhält. Gemeint ist das Zeichen des Pharao Kiosk, das am Anfang lediglich von archäologischer Bedeutung für Professor Cyclone ist. Doch gleichzeitig ist diese Hieroglyphe das Logo auf der Banderole der Zigarrenmarke Florfina. Ein Zufall, der anfangs Tim und den Leser etwas überrascht, da es auf den ersten Blick keinen Sinn ergibt, dass ein altes Pharaonengrab und eine Zigarrenmarke etwas miteinander zu tun haben. Dieses Rätsel wird schließlich aufgelöst, doch ich möchte nicht zu viel verraten. Dennoch, die Zigarren des Pharaos verdienen sicherlich auch einige kritische Anmerkungen. Obwohl Hergé hier zum ersten Mal den Versuch unternimmt, eine kohärente Geschichte zu erzählen, ist der Plot stellenweise etwas überdehnt und geradezu gekünstelt. Das wird vor allem dann auffällig, als Tim ein kleines Flugzeug kapert, um seinen Verfolgern zu entkommen. Und als ihm schließlich weiter östlich über einem Urwald der Sprit ausgeht, muss er notlanden, was mehr einer Havarie gleichkommt. Er rettet sich, stellt fest, dass er in Indien ist. Doch wie es der Zufall so will, kann er dort die Spur sogleich wieder aufnehmen. Am Ende wird deutlich, dass es ein eher willkürlicher Flugzeugabsturz ihn in Wirklichkeit viel näher an die Lösung des Rätsels rund um den Schmugglerring und die Zigarren mit der Marke Florfina gebracht hatte. So ein Zufall aber auch. Sapristi. Tintin begegnet im Urwald wieder vielen Tieren, doch hier fällt Hergés persönlicher Reifungsprozess auf. Diesmal hinterlässt Tim keine Wildtier-Blutspur mehr hinter sich, sondern freundet sich mit einem Elefanten an und sogar als er von einem Tiger angegriffen wird, überwältigt er ihn nur, ohne ihn zu töten. Während die Zigarren des Pharaos entstanden sind, war Indien noch immer eine britische Kolonie. Angesichts vorangegangener Exzesse im Kongo möchte man an dieser Stelle etwas aufstöhnen, doch das wäre unnötig. Denn diesmal schildert Hergé das Kolonialleben mit einem faszinierenden Charme und ohne jeglichen Chauvinismus. Der gesamte Indienabschnitt scheint ohnehin stark von den Romanen von Agatha Christie inspiriert worden zu sein und so zeigt sich auch hier, dass nicht jeder das ist, was er zu sein vorgibt.
Obwohl diese Geschichte ihre Handlungsschwächen hat und stellenweise unlogisch anmutet, sollten wir auch einige Worte über die Stärken dieses Bandes verlieren. Dazu gehört zum Beispiel das Motiv des Traums, respektive des psychedelischen Fiebertraums, der in verschiedenen Formen in mehreren Bänden von Hergé festgehalten wird. Hier zum Beispiel wird Tim in der Krypta des Pharaos Kiosk mit einem betäubenden Gas konfrontiert. Hergé zeichnet Tims Wahnvorstellungen mit geradezu tiefen psychologischen Motiven. Auf der Seite 12 der Neuauflage von 1955 hatte Hergé eine großartige Bezugnahme auf die berühmte große Welle vor Kanagawa des japanischen Zeichners Hokusai Katsushika gezeichnet. Und nachdem Tim und Struppi auf dem Meer gerettet werden, begegnen wir einer weiteren sehr interessanten Referenz. Der Kapitän des Seglers, der Tim an Bord nimmt, scheint ein guter Kerl zu sein, doch Hergé zeichnet ihn absichtlich mit einem eher ambivalenten Ausdruck, sodass wir unentwegt erwarten, dass er sich als ein Schurke herausstellt. Hergé hatte später selbst bezeugt, dass er hier einen Bezug auf Henri de Montfrey genommen hatte. De Montfrey war ein Abenteurer, der auch vor allerlei Straftaten nicht zurückschreckte und gerne auch mal Waffen schmuggelte. Hergé las über ihn vermutlich in Le Crapouillot. Eine weitere starke Referenz ist Hergés humorvolle Kritik und gleichzeitige Bloßstellung von Geheimgesellschaften, die er letztendlich als einen Hort krimineller Kleinbürger entlarvt, die sich an ihrem Mumenschanz ergötzen. Hergé macht sich an zahlreichen Stellen über diverse Aspekte der damaligen indischen Kultur lustig. Von heiligen Kühen über Fakire und religiöse Spinner. Nun ist es so, dass die Inder bei Kritik sehr sensibel sind. Indien ist eine der empfindlichsten Nationen der Welt, wenn es um Spott geht. Man muss sich nur ansehen, mit welchen Schwierigkeiten hierbei der zweite Indiana Jones Film zu kämpfen hatte. Dass es jemals große Entrüstung bezüglich die Zigarren des Pharaos gegeben hätte, davon weiß ich nichts. Und dafür gibt es einen Grund. Denn verglichen mit Tim im Kongo ist der Humor, den uns hier Hergé in Indien präsentiert, nicht chauvinistisch. Zum einen zeigt er die Inder nicht als einen Haufen Klone, sondern präsentiert eine breite Vielfalt unterschiedlicher Menschen mit unterschiedlichen Motiven. Sein Umgang mit Indien ist keineswegs paternalistisch und am allerwenigsten ergreift er die Partei der Briten. Und dass sich der Fakir als einer der Schurken herausstellt, trifft eher ein Thema, über das Indien schon seit Jahrzehnten viel diskutiert. Denn auch in Indien gibt es kritische Stimmen, die der Meinung sind, dass einige der heiligen Männer einfach nur Abzocker sind. Die indische Autorin Gita Mehta hat über dieses Thema ein recht sarkastisches Buch geschrieben mit dem Titel Karma Kola. In der farbigen Neuauflage gab es auch wieder eine Referenz auf seinen engsten Mitarbeiter Edgar Pierre Jacobs, den Hergé als eine Mumie verewigt. Auf dem Schild steht E.P. Jacobini, Ägyptologe, während die Gestalt eindeutig die Gesichtszüge von Jacobs trägt, der zum Zeitpunkt der Neuauflage bereits mit seiner eigenen Reihe Blake und Mortimer Erfolge feierte. Hergés Humor beginnt hier auch deutliche Fortschritte zu zeigen. So sieht Tim in der Wüste einen Araber, der auf eine auf dem Boden liegende Frau einprügelt. Er stürzt sich hin, ein Retter in Not, und überwältigt den sadistischen Grobian, nur um zu erkennen, dass er sich auf einem Filmset befindet und dem Aufnahmeteam die Szene vermasselt hatte. Diesen Scherz findet man in der Filmwelt des 20. Jahrhunderts immer wieder mal, zum Beispiel in Emir Kusturicas Filmepos Underground, wie auch in anderen Komödien. Doch es kann sein, dass Hergé 1932 der Erste war, der diesen Gag eingesetzt hatte. Später, in Der blaue Lotus, wird Tim übrigens das große Filmplakat zu diesem Film in den Straßen von Shanghai sehen. Die Zigarren des Pharaos ist sehr witzig und besitzt teilweise einen anarchischen Humor, der geradezu filmische Züge besitzt. Man muss sich nur die geniale Bananenschalensequenz auf der Seite 49 anschauen. Als meine drei Lieblingspaneele möchte ich folgende Bilder wählen. Da ist zuerst das Eröffnungsbild, welches das Kreuzschiff Isis zeigt, mit einem ägyptischen Dhow im Vordergrund. Ein klassisches Hergé-Bild, extrem stimmungsvoll und geradezu makellos. Das zweite Bild stammt ebenfalls aus der farbigen Version von 55 und zeigt Tim und Struppi in der Kabine des kleinen Propellerflugzeugs, während sie über dem Urwald fliegen. Auch eine tolle Atmosphäre, sehr gelungen. Und dann natürlich dieses großartige Beispiel für arabische Architektur, während Tim mit einer ganzen Horde aus Verfolgern am Hals aus der Wüstenstadt flüchtet. Ich möchte die Zigarren des Pharaos mit 4 Sternen bewerten. Es ist das erste wirklich großartige Tim und Struppi-Abenteuer, das zwar noch einige Handlungsschwächen hat, doch dafür viele neue Elemente vorstellt und einen großartigen Humor besitzt.
Die Zigarren des Pharaos markieren eine gewisse ideologische Befreiung Hergés von den eng gefassten Vorstellungen eines Abbé Wallace. Es ist beim Weiten nicht die beste Geschichte und doch ist dies ein wichtiger Trittstein, der neue Figuren und Stilmittel präsentiert. Die Zigarren des Pharaos markiert den Beginn einer neuen Ära, wo Exotik und Abenteuer im Vordergrund stehen und nicht unbedingt eine geopolitische Abrechnung, wie es in den drei vorangegangenen Geschichten der Fall war. Tintin ist ab hier kein richtiger Reporter mehr, sondern mehr ein Abenteuerreisender und ein Entdecker. Die Zigarren des Pharaos ist ein amüsanter Band und gerade bei Kindern wegen seinem visuellen Humor beliebt. Doch er ist nur eine Vorbereitung auf das wahre Meisterwerk, das anschließend folgen sollte. Die Rede ist natürlich von Der blaue Lotus, Hergés erstes Opus Magnum. Doch darüber sprechen wir in der nächsten Folge.